Oh, wenn gut. Du lachst, wird's rot. Ha! Bei mir nicht. Ja, ich bin halt charmant. Gut! Yes, no. Ich bin halt charmant am Arsch vielleicht. Mein Arsch ist charmant? Sollen wir anfangen? Ja. Gut, hallo und herzlich willkommen mal wieder seit 3 Jahren oder so bei Tomb Raider. Und die Sarah ist auch wieder dabei. Und ich habe endlich einen neuen PC, sodass wir es endlich fertig spielen können. Ja, Mann. Ja, Mann. So, wir haben jetzt gesagt, da inzwischen die Sarah auch ausgezogen ist, dass wir hier jetzt nur die Hauptquest spielen und dann, ja, das ganze andere mache ich dann. Das darfst du alleine. Darf ich alleine, weil sonst. Ich darf nicht alleine spielen. Die Hauptquest nicht. Hi. So. Ja. Fängt schon gut an. Ist ja gut. Ich wollte gerade M für Map machen. Gesundheit. Wie bitte? So, naja, wir müssen halt noch reinkommen und schauen, wie alles funktioniert. Mm. Wie gesagt, ja, wir haben es ja... Ich muss nach da drüben. Ja. Entschuldigung. Nein, ich musste gerade seufzen. Hier ist eine Brücke. Das ist viel zu kompliziert. Ja. Da drüben ist eine Brücke. Ah. Ja. Klatsch. Au. Okay. Boah, es ist lange her, ey, Wahnsinn. Ja. Ah, hier war doch was, ne? Ja, ja, das ist ein Bild. Ja, genau. Ganz viele tote Leute. Na du, verpiss dich. Okay. Ja, ich war hier, glaube ich, schon mal drin, deswegen. Voll unhöflich von dir und so. Ja, der steht da. Die ganzen Toten. Ja, die töte ich auch alle. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Auch Menschen umzubringen? Alter. Geh mal schneller. Ja, okay, kann ich. Muss ja nicht, ne? Achso, das sah gerade so aus, als wäre das eine Person und die steht so schräg drin. Boah, das ist ein Übel. Irgendwie mag ich die nicht so. Verstehe ich nicht. Hm. Weil die alle umgebracht haben. Ist dir aufgefallen, dass alle Toten gleich aussehen? Nee, boah. Das darf man doch nicht sagen, das ist voll rassistisch. Oh. Ach, das stimmt schon, wir müssen bestimmt die Treppe hoch. Ja. Einfach mal umdrehen. Dachtest du, dann ist jetzt die Treppe. Hinter mir, genau da, wo ich gerade geschaut habe. Die da. Das macht man nicht. Da steht doch keiner. Mit dem Finger auf dem Wasser. Also wirklich. Oh. Ein Lagerfeuer. Ja, weil ich wusste, wir haben noch eine Fähigkeit. Oh Gott. Scheiße. Was passiert da alles? Okay. Wir sind ein bisschen Multikulti, oder? Mhm. Seilpfeile. Ah, das ist ja geil. Oh, das haben wir einmal gemacht. Das war richtig cool. Wow. Wow.
Lockpfeil anlocken, tödliche Giftwolke ist natürlich auch cool. Lockpfeilen. Upsi. Lautloser Kill widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Nehmer. Als würden wir lautlos killen. Aber wenn man lautlos killt, dann hören einen die anderen noch eh nicht. Dann kriegt man doch eh keinen Schaden durch andere Leute. Stimmt. Okay. Das ist egal. Ich glaube, da sind wir gut ausgerüstet. Ja. Oh, sie haben aber schöne Federn. Das schränkt sie gerade bei dir auch. Stimmt, wir haben viel schönere Federn. Nee. Nee? Krab. Das könnte nützlich sein. Ja. YouTuber nee, ist hier, oder? Katsching! Ach, da ist der. Voll unauffällig. Deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Wenn mal sehen, er was ich tun kann. Wird, ich. Ist ja gut. Voll assi. Wie war die Parole? Ich wollte gerade sagen, hoffentlich müssen wir uns die nicht merken. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir die uns merken, sind wir gerade so am Arsch. Ein bisschen. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Bitch. Oh, wollt ihr mir kurz helfen? Und dann bam bam, beide tot. Nein. Nein. Wollt ihr die Tür nicht ganz aufmachen? Nee. Als ob die fetten Leute da reinkommen. Schau mal, sie kommt so fast gar, also so gerade noch so durch. Und die fetten Krieger so, easy. Ja, vielleicht. Ich bin zur Hälfte Flüssigkeit. Bis zur Hälfte Flüssigkeit. Nadim? Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Ich habe dich zu lange weitermachen lassen. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Ist die denn kaputt? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Beherrscht vom Kukulkan-Kult.
Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Ich finde die Synchronsprecher echt gut. Mhm. Wachen, ey. Mit den Klubschaugen, ne? Ja, die haben die alle. Ja. Die da unten standen, so richtig furchtbar. Die sehen viel cooler aus. Hi. Achso, ja, wir sind ja offiziell hier. Wir gehen mal zuerst zu der Frau, ne? Wir versuchen es zumindest. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja. Als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Okay. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Welches Beben? Oh nein, wieder so eine Hängebrücke. Yeah. Alter, die sind so übertrieben groß. Vor allem sind sie dumm. Die nervt mich. Wie sie so. So sagt es. Na gut. So, ich muss da hin, ne? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Oh, ich kann meinen Bogen nicht nehmen. Dann darf ich wirklich nicht passieren. Dann springe ich hier mal runter. Ja. Als würden sie das nicht sehen. Du so, okay, tschüss. Und springst das so von der Hüfte so gegenüber. Und sie nur so, was macht die da? Ohne weiße Kantenmaler geht das gar nicht. Wie sind die bitte da hingekommen? Naja, sie sind hingekommen, aber nicht mehr weg. Oha. Böse und so. Und jetzt? Abseil? Ach, da steht sogar. Achso. Achso, ja, hin und her. Okay. Stimmt. Ja, war ja auch der Kantenmaler. Hui. 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 Hui! Hui! Okay, hui! Voll glücklich, hui! Aber? Aber dieses Mal lag es nicht an der falschen Taste. Mhm. Aber wieso geht der hier so einfach? Und davor nicht? Okay, das... Beeil dich mal! Was? Warum bist du nicht mit dem Schloss, dann tun die einfach so schön runterkommen? Komisch, die Wand bröckelt weg. Ich guck mal, zu. Ich war nur fasziniert, wie sie abbröckelt. Es sah so schön aus. Lol, es kommt ja immer näher, Roffel. Wir werden so verloren. Scheiße, sie gibt nach. Nee, das sind voll nicht die Sonne. Ja, eben, deswegen habe ich auch nichts gemacht. Das war knapp. Was jetzt? Glaubst du mir hier nicht, oder was? Was ist los bei dir? Ja.
Das sieht immer so unlogisch aus. Abseil? Aber wohin? Jetzt kommt wieder das Piep. Macht man das? Ah. Ja. Hoch oder hoch. Das ist immer so geil. Ich stell mal so vor, die Wachen gucken so die ganze Zeit zu und so. Was macht die da? Nee, wenn du jetzt nach vorne gesprungen bist. So nach vorne so wieder runter. So. Oh. Ich dachte, dann die jetzt. Aber ich hab die auffällige weiße Farbe nicht realisiert. Oh, voll. Vorsicht, falls sie wieder nachgibt. Ich gebe nicht. Ganz ehrlich, wir sind so auffällig, als würden die das nicht sehen. Unmöglich. Nee, die schauen noch da. Ich glaub, der ist nicht so intelligent. Okay. So wie der andere es schon gewohnt ist, aber man hat alles immer zweimal. Oh, hä? So fantastisch. Was war ein Dick? Das war doch nur Dick. Wer ist Dick? Der kommt jetzt gerade so vor wie bei Lego Star Wars, wie sie halt die Übersetzung dann unten lesen. Ja, so. Beim Chabba, ne? Ja, genau. So geil. Ich mach mal wieder Lego Star Wars. Ja, ah, jetzt hab ich wieder einen Bogen. Boah. Yeah. Was? Hast du nicht mitgelesen? Nee, ich war beschäftigt mit Klettern. Wir haben gesagt, der eine hofft, sie verreckt in der Zelle. Oha. Mhm. Ehrenmann, Mann, überhaupt nicht. Nein, wir sagen diese Wörter nicht. Ich meine aus Spaß. Nein, weil wenn man anfängt, die aus Spaß zu sagen, um andere zu verarschen, benutzt man sie irgendwann tatsächlich. Stimmt. Kann man sich dran gewöhnen. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Ein Gott des Lichts, der Inzest mit seiner Schwester, okay. Wahrscheinlich, weil er sich in Brand gesteckt hat. Oh ja. Und dann hat er geleuchtet. Und wo ist da die Schlange? Er ist die Schlange. Er ist die Schlange. Naja, so ein Zensurbalken ist auch praktisch. Good for you. Oh, ekelhaft. Ja. Einfach klettern. Einfach klettern, einfach klettern, klettern, klettern. Was machen wir? Wir klettern nach oben. Den wieder. Voll. Dafür habe ich nicht genug Platz. Piep. Vorsicht, sie macht den Todesblick. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Schön. Schön, schön. Was habe ich? Was? Ich wollte gerade wieder so in den Gang kommen mit ganz schnell Bogen gezogen und dann hat sie sich einfach geduckt und den Bogen wieder angestellt. Ja, muss ja nicht, ne? Voll. Muss ja nicht, ne? Ich muss mich mal anders hinsetzen. Tu das. Knarz, knarz. Die Wacke ist so jeig. Die Jacke ist so weich. Ich kann kaum den Boden sehen. Kann nicht reden. Falls es überhaupt einen gibt. Da unten. Springen! Wehe.
Ja, muss ich aber. Ja, muss ja nicht, ne? Achso, jetzt kommt das mit dem Werfen, oder? Nee, das kam schon. Achso, ja, weil es einmal kam, kommt es mit dem. Ja. Tobi, du musst schon nach unten klettern. Nicht ja, ich konnte gar nichts machen. Rechts oben. Hä? Was, rechts oben? Du bist nach rechts oben geklettert. Ja, dann am Schluss. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Ich sei mich mal einfach. Ah, ja, so geht's. Das muss ich doch eh absagen. Oh Mann, oh. Das ist viel zu weit. Au! Oh mein Gott, tut fast gar nicht weh. Au. Au. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Cool. Mufasa. Wassermarsch. Ach, das ist eine Taschenlampe. Ach so. Und die kann nach hinten leuchten. Cool. Ja, das ist so eine Special-Taschenlampe. Oh, so eine finde ich auch. Das ist so eine Archäologenlampe. Das ist alles eklig. Superpower! Ja, aber die gehen alle dann automatisch weg. Praktisch. Praktisch. Sehr toll. Schon wie die ganzen Tupler folgen, so lauter Skelette überall hinschmeißen. Ja, das ist echt. So, du siehst so die Höhle, so, oh ja, schön gestaltet, die Architektur total hübsch. Aber irgendwas fehlt noch. Sollen wir 50 Totenköpfe hin tun? Ja, da oben ist eine Schnitzerei. Und zwei Gerippe. Ja, das passt. Das ist keine Schnitzerei. Schnitzerei ist, wenn es auf Holz ist. Boah, Mann. Die hat keine Ahnung. Das ist eine Plastik. Das ist doch nicht aus Plastik. Oh. Das ist so lustig, wenn das halt so ernst gemeint wird. Das ist nicht blau Plastik. Sind deine Eltern Bruder und Schwester? Da ist noch alles frei. Also. Rüber. Einfach nur. Ja, du bist aber zu weit oben. Einfach. Nein! Hä? Ach so, das. Ah, genau, das ist ja das auf dem Kopf. Nicht runterschauen. Abseilen. Warte, ich will noch ein bisschen weiter. Ist aber lustig ja, mit der Schrift. Sehr interessant. Sascha kriegt gerade Höhenangst. Wo? Oh, Tobi! Entschuldigung! Mufasa. Das bestimmt nicht ins Wichtige ist. Oh, das könnte etwas sein. Nö. Das ist nicht gut. Doch, Wassermarsch! Ja, komm, wir gucken noch 10 Minuten, anstatt uns umzudrehen und loszurennen. Du solltest weitergehen. Mach dein Handy aus, wenn du aufnimmst. Hä? Es hat bisses gemacht. Hab ich nicht mehr. Mach mal lautlos. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Grab! Entschuldigt mich. Errungenschaft. Ruheplätze. Errungenschaft. Outfits. Ich liebe Errungenschaften. Ja. Man müsste für mich so ein Spieler finden, wo man einfach nur irgendwelche Sticker oder Bildchen sammelt und ich würde es lieben. Das ist richtig schlimm. Was lustig ist, weil ich nichts sammle. Ja, stimmt. Das ist eigentlich voll unlogisch. Ich sammle Errungenschaften bei Steven. Das ist mein Hobby. Ach nö, jetzt müssen wir da durchtauchen. Ach nö, da ist bestimmt wieder so eine dumme Morina, die sich denkt, ich tauche jetzt mal auf. Warte, Richtung.
Ich will mal schauen, was es leuchtet. Okay. Aber wie? Musst du erst wieder auftauchen. Hä? Du hättest erst wieder auftauchen müssen, jetzt bist du schon viel zu lange unten. Ach so. Sie hat ja kein Tauchgerät, ne? Mhm. Ach ja, es ist Unterwassersache. Die sind einfach scheiße. Auftauchen! Vor allem hier, wo müssen wir hin? Ja, zurück. Achso. Achso. Und was tun wir? Wir schwimmen, schwimmen. Rechts rum. Sehr gut. Stell dir vor, die bleibt da hängen mit ihrem Arsch und kommt nicht vorwärts und rückwärts. Ha. Das ist auch toll, wenn man einfach nichts sieht. Licht. Oh mein Gott, das ist voll dumm. Keine Moräne. So macht man das Schlaf. Nein. So. Nicht mal atmen kannst du. Burn. Burn, burn. Gut. Jetzt haben wir alles unter Wasser gesetzt und ich weiß nicht warum. Hä? Hm? Ja, die Kamera war ein bisschen komisch gerade. Oh, die Musik fängt an. Oh. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Und ich bin bereit. Ja, aha. Und jetzt hinter mir. So. Gut, das hat uns nicht weitergebracht. Versuchen wir weiter die Tante zu retten. Die Tante zu retten? Mhm. Oh, wie leichtfüßig sie gelandet. Hübsch. Hübsch. Oh. Wie leitfüßig. Leitfüßig. Leit. Du musst da weiter. Ja. Jawohl. Sehr gut. Dann, tadam, 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 tadam. So. Hier gibt es sehr viel Wasser. Echt? In so einem Fluss? Komisch. Too nice. Das ist nicht logisch. Du bist nicht logisch. Okay. Also ich könnte das auch machen. Okay. Sogar ständig. Und das könnte ich auch. Mhm. Ja. Jaha. Jaha. Wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die sieht ja nicht mal aus der Fuß. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich finde es besser, wenn sie halt wirklich ja. Schwer atmen würde. Weil ja. Sie hängt da kopfüber so. Ich bin nicht so bäh. Ich glaube, ich muss da hoch. Aber nee, macht gar keinen Sinn. Sie hat sich so festgehalten, hast du es gesehen? Lucky Bobs. Und sie hat die stärksten Fingerspitzen der Welt. Ah, hi. Nö. Oh, bist du jetzt in der Depri-Phase? Dafür haben wir keine Zeit. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Ich hab sie. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen.
Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Und sie ist so viel schlauer als jeder andere Mensch der Welt. Ja, weil wir sie spielen. Oh, dann ist sie ziemlich dumm. Los jetzt. Wir haben keine Zeit. Sie sagt dir, dass das gerade ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. War ja bis jetzt so einfach. Ich hab einen Morgen. Dann sollten wir uns beeilen. Ach. Challenge accepted. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Was? Die Namen. Uchu Pikachu. Uchu. Bäum. Alter, die haben sie echt eingemäuert, oder was? Nee, da hinten ist auch der Tür. Achso. Dann nehmen wir mal die Steine. Steine statt die Tür. Oh. Jonah, ich bin bei Unuratu. Ja, stell dich da so voll offensichtlich hin. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Woher wissen die das? So, wir sind eine Sekunde draußen und schon so. Ist die da gerade runtergeflogen? Tatsächlich. Und wieso bin ich runtergegangen? Deswegen. Ich hätte ja auch ihrs nehmen können, aber egal. Nein. Putzig! Oh. Töten! Oh. Naja, das war ein realistischer Klang, wenn man in die Weite... Halt an, fest, los. Ja. Keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir sind das Kaninchen. Oh ja. Wir beide. Oh. Töten. Wir sind das Kaninchen. Ja, aus Alice im Wunderland. Keine Zeit. Ja, und dann töten wir. Hi. Ha. Oh, ich liebe sie. Wie die Lara so schaut. Wie so ein kleiner Löwe. So. Foreshadowing. Das waren die letzten. Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Du bist vor, ich bin wichtiger. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Hä, die gehen doch jetzt in den Tempel rein. Oh, die Tür ist zu. Boah, sind die stark! What the fuck? Unuratu! Verdammt! Ach ja, wir müssen wieder mit runter. Hat die ernsthaft gerade alle gekillt ohne eine Waffe? Ach so. Ach nein. Nimm den Schlüssel. Interessanter Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Zeig mir den Kampfmove. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens.
Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen, Gespräch beendet. Was ist das Purpurfeuer? Okay. Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Ah ja. Und an dem Altar der Schatulle haben sie mich attackiert. Mit der geilen Tante. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Ja, und was sind sie jetzt? Mehr als das. Ja, wow. Mehr als hilfreich. Besser unhilfreicher als hilfreich, nein. Soll ich nicht hier als erstes reingehen? Was ist das für ein Kackschlüssel? Wenn du da trotzdem fast erdrückt wirst, oder wann? Was geschah mit den Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Jumkinesh. Nitschkilitsch Oltonitsch. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Schutz. Komm, vor der nahen du sollst sehen, was er macht. Ist. Was? Ich würde es lieber verhindern. Ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Alter. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Oh, da liegen schon Alter. Ein paar. Kann ich nicht. Ach, da Alter. Und was machen die Leute da? Yay! Komm,